Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier bei John in Valentine. Nach einer Mütze Schlaf und vor allem einem wohltuenden und erfrischenden Bad wollen wir uns hier nochmal runter zum Dakota River begeben, denn dort könnte vielleicht doch nochmal eine Begegnung stattfinden mit dem, ja, mit diesem verrückten Prediger, den wir schon in der Nähe von Strawberry kennengelernt haben und den ich eigentlich weiter nördlich ja das letzte Mal gesucht hatte, aber da war er nicht. Kann gut sein, dass er erst einmal hier ist und dann weiter nördlich. Ob wir dann wirklich nochmal weiter nördlich reiten, weiß ich nicht genau, aber wir schauen jetzt erstmal hier unten nach dem Rechten, ob wir ihn möglicherweise noch finden. Hier höre und sehe ich ihn erstmal nicht. Wenn, dann müsste er hier sein. Kann aber auch gut sein, dass es wieder eine Geschichte ist, die wir nochmal mit John von vorne auslösen müssen. Also das heißt, dass die Begegnung von Arthur mit diesem Prediger nicht genügt. Das hatten wir ja auch mit den Chelonianern oder Cheloniern. Möglich ist es. Also hier ist er definitiv im Moment nicht. Gut. Es ist auch, glaube ich, nicht so dramatisch. Wir müssen nicht jedes Geheimnis hier aufklären. Nicht jede Person hier treffen. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg nochmal einen Tick, ja, Tick östlich. Denn wir wollen nochmal ins Lemoyne-Gebiet, wo wir alte Bekannte treffen werden. Und das ist jetzt nochmal eine längere Reise, ein längerer Ritt durch die Heartlands, den wir in relativ vollem Galopp, wie gewohnt hier in der Nachlese, absolvieren werden. Ich glaube, ich müsste mir möglicherweise bald noch ein bisschen Doping besorgen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch in der Tasche haben. So, erstmal in Valentine. Aber wisst ihr was, wo wir jetzt gerade direkt nochmal in Valentine sind, können wir auch beim Postmeister dort nochmal anhalten. Denn unsere Belohnung könnte da sein für den 10. Fisch. Vielleicht ist es ja ein bisschen Pferdedoping. Wer weiß. Schauen wir mal. Genau. Wir haben ungeöffnete Briefe. Die wollen wir uns abholen. Wo war denn hier nochmal der Eingang? Hier hinten kann man rein. Wie ist es eigentlich hier? Ich glaube, wir können langsam den Wintermantel mal ablegen. Wenn wir jetzt weiter hier in Richtung Lemoyne reisen, ist es, glaube ich, mal angesagt. So, wir bekommen ein saftiges Fischfilet und $45. Na gut, auch nicht schlecht. See you later. Okay. Gut, dann weiter. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, nee. Das ist nicht sein Outfit, was er eigentlich standardmäßig von mir hat. Das ist es. Hervorragend. Auf geht's! Mit Sicherheit den Temperaturen hier eher angemessen, oder? Obwohl, 6 Grad, da hätte man auch noch mit einem Mantel reiten können. Aber jetzt, die Sonne wird uns wärmen und vor allem unser hohes Tempo. Denn so reiten, das ist ganz schön körperlich anstrengend. Und das bringt einen ins Schwitzen. Und Rachel vermutlich auch. John reagiert immer leicht aggressiv bei Gegenverkehr. Ach ja, die Gegend ist auch schön. Aber wir müssen hier schon wieder abbiegen. Bin nicht ganz aufgepasst. So, denn unser Ziel ist jetzt erstmal das ausgetrocknete Flussbett hier hinter diesen
hinter diesen Hügeln. Da, wo wir, glaube ich, zuerst sogar ein Lager aufschlagen wollten. Wenn ich mich recht entsinne. Das müsste direkt hier unter uns sein. Ja, da unten. Genau. Das ist unsere Richtung. Schaut mal, wen haben wir denn hier? Was ist denn hier los? Das sind... Warte mal, sind das wieder Kuckucksland, Leute? Okay, die zweite Pleite. Wir nähern uns mal. Noch zwei mehr. Ich glaube, es muss noch eine dritte Begegnungsmöglichkeit geben mit den Typen. Das ist ja hübsch. Von der Sache habe ich ja noch gar nichts gewusst. Und was macht der sich jetzt hier zu schaffen? Ach, der Pflanze. Ah, Brief an Paar. Oh, warte mal. Wir können hier noch ein bisschen was. Wisst ihr was? Den werden wir mal uns schnappen. Und hier. Der ist hier mega frustriert. Jetzt kriegt er's. Oh, no! Spare me, please! Just quit whining! This is insanity! Ja, so. Release me at once! Mal sehen, was er so bei sich hat. Anything you want me to hold on to? Okay, er hat keinen Brief, kein Protokoll diesmal. Save me! Oh Lord. Wir lesen uns erstmal diesen Brief an Pa durch. Ein Brief eines Verfechters der Eugenik. Sehr schön. Lieber Papa, es tut mir leid, dass ich euch mit so viel bösem Blut verlassen habe. Dafür muss ich mich entschuldigen, aber nichts für ungut, ihr habt Unrecht. Es ist mir egal, was Jesus oder sonst wer sagt, ich bin ein Schüler der Wissenschaft. Als solcher und weil ich viel über das Thema gelesen habe, muss ich auf meiner Meinung beharren, dass das Mischen der Rassen nicht nur falsch, sondern auch gefährlich ist. Um das klarzustellen, das ist nicht nur eine Meinung, sondern ein wissenschaftliches Faktum. Ich habe alle Untersuchungen studiert. Schaue man sich einmal Wildkatzen an, es gibt Tiger, Löwen, Leoparden und so weiter, und die sind alle unterschiedlich. Das beweist es doch schon fast. Bei Bäumen ist es dasselbe. Es gibt mehr als eine Art Baum oder Farben. Es gibt Rot und Blau und so weiter. So ist es mit den Rassen auch. Die Weißen dominieren gerne, die anderen tun gerne jene Arbeit, für die sie am besten geeignet sind. So funktioniert Wissenschaft nun mal. Ich habe diese Schule satt. Es tut mir leid wegen des Geldes, das du dafür ausgegeben hast, aber sie ist voller Idioten. Ich ziehe nach Westen. Ich werde dort mein Glück machen und noch mehr meine Theorien beweisen. Ich bin kein arroganter Wichtigtuer, wie du es unhöflich gesagt hast, sondern ein Mann, der die menschliche Rasse retten will. Es tut mir leid, dass wir so auseinandergegangen sind, aber ich habe leider keine Geduld mehr für Narren, und wenn ich dich, Mutter und Teddy so reden höre, fühle ich nichts als Scham. Ihr seid doch wohlgebildete Weiße. Schämt euch. Nun, ich bin ein Mann mit einer Bestimmung und ich werde es beweisen. Nichts steht mehr meinem weißen Utopia voller Menschen wie mir im Wege. Ja, und da liegt er. Das Kreuz stand ihm gewissermaßen im Wege. Und du, mein Freund, du darfst hier ein bisschen rumzappeln, würde ich mal sagen. Wir setzen unseren Weg fort. Denn eigentlich hatte ich hier eine völlig andere Begegnung erwartet. Genau, und da wird sie uns, glaube ich, sogar schon angezeigt. Hervorragend. Sehr, sehr schön. Und das ist aber trotzdem schön, auch wenn man das nicht geplant hat und davon gar nichts weiß. Oh, oh. Ja, geht. Es passiert doch immer wieder was Neues.
auch in dieser Phase des Spiels. Man muss nur die Augen offen halten. Wunderbar. So, und hier. Hier treffen wir auf zwei alte Bekannte. Aber ich komme erstmal zumindest mit dem Pferd da nicht so einfach hin. Kleiner Umweg muss ich mal reiten. Ah, unangenehmes Wetter hier. Und ahnt ihr es schon? Mr. Black and White. Oh, es geht hier nicht gut, wie es aussieht. Oh, hey, Fred. You boys don't look so fresh. We ate. I think we're dying, Fred. We ate some bad mushrooms. Bad business. Sure. It's been real tough, partner. So it seems. I hate to ask. But we need some medicine. Kind of fast. Medicine? Yeah, look at us. Look at me. He's worse than he looks. Oh. He looks like shit. He ain't gonna last 3 days. And me? I ain't well. Not at all. Not at all. I'm begging you, partner. Okay. Wir haben Arznei, insofern können wir die ihm auch gleich geben. Oh, why? I told you to help us. I told you, did I? You did. You told me. You told me a lot of things. We're gonna be all right, buddy. Are we? Well, physically. Drink this. I'll give it to Black first. No. I'll give it to White. No. Drink this. Take Shut it. Up. Thank you. Well, that's good stuff. Ooh. Now listen. I reckon you boys should get on out of here. Maybe split up. Head off up north, overseas. Don't like groups of men. I know. I hear you, boss. Die mögen keine Männergruppen. Oh, sehr schön. Yeah, well, I agree. I mean, I can't wait to be with you. Embarrassing? Yeah, you're an embarrassment. Well, be embarrassed no more. Get back to where folks like you, and I'll go where they like me. I shall. Shut up, will you? With pleasure. Kaum sind sie wieder einigermaßen gesund, da fangen sie an, natürlich, sich wieder zu streiten. Sleep it off, like this big lump. Ja, mach das mal. Okay. Und ich glaube, das ist noch nicht das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben. Thanks again. We'll be fine now. Alles klar. Aber wisst ihr was? Ich werde, glaube ich, euer Lager hier nutzen, denn es gibt noch eine andere Sache. I can feel it. I hope. So long. Ich hoffe, die haben nichts dagegen. Eine andere Sache hier in der Nähe, die ich... Aber ich kann nur herstellen und kochen. Okay, ich kann hier selber nicht... übernachten. Das ist okay. Dann machen wir unser eigenes Lager hier irgendwo in der Nähe. Denn wir müssen ein bisschen warten. Es geht erneut um eine nächtliche Aktion. Auf die ich auch schon mal sehr gespannt bin. Gott. Rachel, das tut mir leid. Bin wirklich, ich werde immer unvorsichtiger hier. Die Ärmste. I'm proud of you. Proud ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort. Aber es gibt erstmal was zur Stärkung. Oh Gott, Leute. So, jetzt muss ich kurz mich mal orientieren, wo ich jetzt am besten hinreite. Ja, mal runter hier, das Flusstal. Und da suchen wir uns dann mal ein Lager. Ach so, ja, richtig. Hier war diese alte... Ja, es ist eine Mühle. Ich erinnere mich. Na, mal gucken, wo er hier sein Lager aufschlägt. Ich mache es mal direkt hier. Und dann werden wir, ich bin ein bisschen überlegen, ob wir bis zum Abend oder bis zur Nacht warten. Na, schauen wir mal. Wie weit sind wir jetzt entfernt von dem Punkt, der mich interessiert? Nicht weit, das ist gut. Old Greenbank Mill. Ich würde sagen, dann schlafen wir bis in die Nacht. Ich hoffe mal, dass
ist okay und nicht, dass es schon zu spät ist. So, Tagebucheintrag gibt es auch nochmal wieder mehr. Okay, da fährt ein Zug vorbei. Damit können wir uns dann bei Zeiten auch nochmal wieder beschäftigen. Und jetzt schnell rauf aufs Pferd. Und jetzt will ich zu folgendem Punkt, zu diesem Punkt will ich hier hin. Mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Let's go, girl. Darüber. Kannst du hier runterspringen? Ah, wir können sogar runterreiten. So, hier hoch auf dem Weg. Und dann, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste eigentlich dieser Punkt hier sein. Oh ja. Hey, hey, easy. Oder? Wie spät haben wir es? 0:56. Vielleicht stehe ich auch falsch. Kannst du hier hochreiten? Kann sein, dass ich hier stehen muss. Hm. Vielleicht bin ich auch zu spät. Oder ist nicht der richtige Ort? Okay, Leute, der Morgen kommt schon. Irgendwas scheine ich falsch gemacht zu haben. Ich werde das nochmal recherchieren und gegebenenfalls mich nochmal hier an gleicher Stelle zurückmelden. So schnell gebe ich nicht auf. So, liebe Freunde, ich glaube, ich hatte tatsächlich eine falsche Information, wo ich mich hinstellen sollte. Und das hier... Das müsste jetzt dieser richtige Ort sein. Ein Tick weiter von dem Ort, wo ich eben war. Ich schaue mal noch mal kurz auf die Karte. Genau, wir waren eben dort. Aber hier. Hier, glaube ich, können wir warten. Also nochmal das Ganze. Wir haben jetzt 0:37 Uhr. Mal schauen. Schöner Sternenhimmel. Zieht Nebel auf.
Nicht zu hören, außer den Geräuschen der Nacht. Been through it, ain't we? Jetzt höre ich was. Oh ja, Leute. Es geschieht. Ein Geisterzug. Oh, er hat sogar gebremst. Wir reiten hinterher. Mal schauen, ob wir ihn einholen können. Da war er. Und da ist er weg. Das war's schon. Okay. Wow. Darauf hatten wir gewartet. Keine Ahnung, was es zu bedeuten hat. Aber es ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte Begegnung, die ich unbedingt hier noch erleben wollte. Und aufs Video bannen wollte. Sehr schön. Prima. Es ist gelungen. Das freut mich. Gut, ich würde sagen, dann haben wir in Lemoyne erstmal alles getan, was ich tun wollte. Wir werden das nächste Mal nochmal, wieder hier hochreiten, aber das werde ich, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Denn dort gibt es eine Begegnung, die erst jetzt möglich ist, nachdem wir hier unten waren. Mehr dazu aber dann morgen. Also, bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.